Herzlich willkommen bei Plattsport, dem Weihnachtspodcast. Ja, mein Name ist Sankt Martin und ich teile meinen Mantel mit euch und schaue hinab auf ein Jahr voller Aufs und Ab, voller Sport und Hass und Liebe. Vor allem Liebe. Nein, jetzt Spaß beiseite. Mein Name ist Martin Tetzlaff. Ich bin der Typ hier vom Plattsport. Und es ist Weihnachten. Und ich bin Strohwitwer. Und ja, ihr seid wahrscheinlich jetzt gerade bei der Familie, sitzt vorm Kamin, öffnet eine gute Flasche Wein und lasst euch von Opa Geschichten erzählen vorm Krieg oder danach. Ja, Weihnachten ist eine ganz besondere Zeit und irgendwie werden wir alle rührselig und normalerweise ein Gefühl, was wir alle hassen, wie die Pest. Und jetzt sitzen wir zusammen und schauen zu, dass wir diese Zeit mit den Verwandten irgendwie um die Runde kriegen und sind auch sehr, 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 sehr froh, wenn wir bald wieder in unseren heimischen Gefilden sind. Aber trotz alledem, irgendwas zieht uns zurück auf den Ursprung, wo wir alle herkommen, unsere Familien, und wir gucken zurück auf alle möglichen Dinge. Bis zum Ende des Jahres ist es nur noch eine Woche hin und dann überlegen wir, Mensch, wie war denn das Jahr? Ja, so geht's auch mir. Es war ein wahnsinnig spannendes Jahr. Also heute vor einem Jahr habe ich nicht gedacht, dass ich jetzt hier sitze und mich mit diesem Mikrofon in der Hand verlustiere und überlege, wie das Jahr war. Wir haben Plattsport gestartet. Wir sind Stefan und ich. Stefan ist der Hasardeur. Stefan ist leider nicht pestlich gerade und deswegen tritt er seltener in Erscheinung, als er sollte. Aber er ist definitiv der erste Mann von Plattsport. Wir sind beide die Keimzelle unseres Hasses. Und es gab viele Leute, die uns gefragt haben, was habt ihr denn eigentlich da mit dem Hass am Tun und so? Was soll denn das? Also wir haben noch nicht so richtig durchschaut, was ihr da so macht. Da gab es letztens den FC Union Twitter-Stammtisch. Da kam einer auf mich zu und sagte, ey, ihr mit eurem Hass, warum und überhaupt? Und naja, es ist ja nicht wirklich Hass, ne? Also es ist ja, Hassen ist ja eine sehr schlechte Eigenschaft und so. Und aber es ist gleichzeitig auch irgendwie so ein Sinnbild für, naja, wir wollen über Dinge sprechen, die uns nicht gefallen, und Hass versteht jeder, da sperrt jeder sofort die Ohren auf. Und deswegen haben wir dieses Ding mit dem Hass am Laufen, also kein wirklicher Hass, also Hass ist scheiße, ja, führt zu sehr schlechten Dingen und so. Aber wir wollten über die Dinge reden im Fußball und im Sport allgemein, aber im Speziellen doch im Fußball, was da schief läuft. Und wir haben das seit Februar sehr, sehr innig und intensiv besprochen, mit extrem vielen Leuten über die Dinge geredet, die uns sehr, sehr, sehr am Herzen liegen. Über bestimmte Vereine, über bestimmte Dinge im Fußball, die wir lieben. Und das haben wir in der letzten Folge auch nochmal ein bisschen angekratzt, was so im letzten Jahr los war. Und ich persönlich habe auch nochmal gesagt, wie viele Leute uns da mitgeholfen haben und die überhaupt mit uns geredet haben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war der absolute Wahnsinn. Prominente, absolut nicht prominente und möglichst coole Leute haben wir kennengelernt. So viele tolle Menschen, die uns ihr Ohr
und ihre Zeit geschenkt haben und mit uns geredet haben. Also ich hätte niemals gedacht, dass diese Leute alle mit uns reden wollen, würden, könnten und überhaupt. Ja, und jetzt sitze ich hier, jetzt ist Heiligabend und ich denke so, Alter, krass, ey, was denn da alles passiert? Also es gibt Podcasts, es gibt tonnenweise Podcasts, also über Sport, über Fußball und so weiter und so fort. Und ich dachte mir jetzt eigentlich, ich muss definitiv nochmal ein Wort sagen, bevor wir tatsächlich so ein bisschen in die Winterferien einsteigen. Weihnachtsferien, Winterferien, wo ist denn da der Unterschied? Naja, egal. Und es ist wirklich toll. Also ich kann es echt nur nochmal sagen. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die so viele neue Perspektiven mir gezeigt haben. So viele Menschen, die ihre Zeit hergegeben haben, um mit uns über Fußball zu reden. Hauptsächlich über Fußball, aber auch über Eishockey ganz viel. Ich möchte eigentlich jetzt auch niemanden weiter namentlich nennen, weil ich habe das beim letzten Mal schon versucht und das ging gründlich schief. Ich kann nur jedem danken, der uns seine Zeit geliefert hat, der uns mit uns telefoniert hat, der sich mit mir getroffen hat. All die Leute, die uns Sprachnachrichten geschickt haben für unsere Sendung, die wir dann damit auch immer wieder aufgehübscht haben, weil wir einfach auch andere Meinungen wollen als nur unsere eigenen. Also es ist wirklich wahnsinnig toll, was wir dieses Jahr empfangen haben. Und unsere, ja, also Jesus-Filme schauen neidisch auf unsere Spieldauer zurück, ja, wenn wir jetzt über 4,5 Stunden über das letzte Jahr sprechen oder 4,5 Stunden über über die Saisonvorschau sprechen und so weiter und so fort. Also es ist Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich extrem Wahnsinn, was ihr uns gebt, was wir hoffen, auch nur im Ansatz zurückgeben zu können an anderen Perspektiven, an unseren Gedanken, Meinungen, die nicht in den Medien sonst so stattfinden vielleicht oder Gespräche, die nicht so geführt worden wären vielleicht. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall für uns wirklich, wirklich toll. Ich kann nur ganz, ganz doll Danke sagen, dass ihr alle uns hört. Auch diejenigen, die jetzt nach 8 Minuten immer noch zuhören und sagen, hey, das scheint ja doch irgendwie irgendeinen Wert zu haben, die Zeit jetzt zu opfern, zuzuhören. Es ist wirklich toll. Es ist wirklich grandios. Ich kann nur versprechen, nächstes Jahr, 2020, ist das zweite Jahr Plattsport. Und wir werden uns wieder drum bemühen, mit Leuten zu sprechen, die uns den Sport näher bringen, die uns ihre Perspektive näher bringen, die uns vielleicht auch manchmal den Kopf waschen, die uns ins Horn stoßen, was wir eh schon bereitstellen. Und ich möchte auf meine Art und Weise sehr, 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 sehr großes und sehr, sehr doll Danke sagen an all die Leute, auch andere Podcasts, die uns geholfen haben, die mit uns gesprochen haben. Das ist wirklich nicht selbstverständlich und wir schauen zurück auf ein Jahr voller Dankbarkeit. Und das sind zum einen Christian, mein Bruder, der sein Weihnachtsfest jetzt mit seiner Familie gerade verbringt, in Beinersheim in der Pfalz. Das sind natürlich auch Stefan, der Hassadeur. Und wir, das sind aber auch Ralf und Rolf, die später noch hinzugekommen sind und im Moment sind wir ein Quintett, ein Plattsport-Quintett. Wer weiß, vielleicht sind wir in einem Jahr um diese Zeit 20 Mann, die über Fußball reden, über Sport reden, in den verschiedenen Perspektiven irgendwie alles hergeben, was wir können und was wir denken und überhaupt. Okay, das war ein Tusch aus Versehen. Und einer der zu uns gestoßen ist, obwohl er nicht in dieser kleinen Union Berlin Blase stattfindet, so wie viele, die jetzt gerade zuhören und die uns bei Twitter folgen und uns jeden Tag irgendwie ein Feedback geben oder uns überhaupt Aufmerksamkeit schenken, ist Rolf Grandel. Rolf Grandel ist ein Mitglied der Axel Kruse Jugend von Hertha BSC und ich muss ganz ehrlich sagen, vor einem Jahr habe ich Hertha BSC gehasst wie die Pest. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit Hertha BSC, aber Hertha BSC
besteht eben nicht nur aus diesen Hornochsen, die in ihrer Freizeit am Sonntag beim BFC irgendwie am Platz rumstehen und irgendwelche anderen Leute jagen durch die Stadt oder verprügeln oder was weiß ich, sondern es gibt tatsächlich ganz, ganz, ganz viele tolle Leute bei Hertha BSC, die sich dafür einsetzen, dass der Verein frei von Rassismus irgendwann mal sein wird und auch die Tribüne frei von Rassismus sein wird, Homophobie und so weiter und so fort. Und Ralf hat euch ein, Rolf Grande hat euch einen Weihnachtsgruß hinterlassen und den möchte ich euch kurz mal zeigen. Hören wir mal rein. Martin, hallo? Hallo, hörst du mich? Ja, jetzt ist besser. Du, ich bin gerade voll im Weihnachtsstress. Plätzchen backen. Du musst jetzt auch echt aus dem Ofen holen. Kannst du später auch nochmal? Oh, danke, das ist echt Knorke von dir. Hallo Martin. Hallo liebe Plattsporthörer. Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu. Für mich war es eine unerwartete und dann wirklich schöne Zeit bei Plattsport. Ich freue mich schon auf 2020 und weitere tolle Gespräche. Ich wünsche euch ein frohes Fest und einen guten Start ins neue Jahr. Wir hören uns. Bis bald. Ist das nicht geil? Einer, der für Hertha brennt und jetzt auch für Plattsport brennt. Plattsport, was ist denn das überhaupt, Plattsport? Keine Ahnung. Das entscheidet ihr, was Plattsport ist. Und ihr hebt den Daumen, ihr senkt den Daumen, ob wir weitermachen oder nicht. Aber bisher hebt ihr den Daumen. Das ist wahnsinnig cool. Und ich wünsche persönlich auch Rolf für das neue Jahr mit Hertha BSC alles Gute. Vielleicht im Derby gegen Union Berlin keine 3 Punkte, vielleicht 0 Punkte, ich persönlich. Aber das ist, darum geht es ja nicht. Nein, Rolf, fröhliche Weihnachten auch an dich und deine Familie. Und das Gegenstück, wo ich mich die ganze Zeit verplapper, aber das ist auch wirklich schwer, ich muss mich jedes Mal hart treten, das ist der gute Ralf. Ralf ist Unioner seit vielen Jahren und auch er hat euch einen kleinen Weihnachtsgruß hinterlassen und da hören wir mal rein. Liebe Plattsporthörer und Hörerinnen, Ralf hier. Ich wünsche allen ein schönes, erholsames und besinnliches Weihnachtsfest. All denen, die arbeiten müssen, und das sind ja einige unter uns, eine angenehme und vor allem stressfreie Schicht. Lasst euch nicht ärgern. Ansonsten kommt gut und gesund ins neue Jahr. Ich hoffe, wir sehen uns dann alle beim zweiten FC Union Twitter-Stammtisch am 8. Januar, 19 Uhr im Panenka. Ihr kennt ja den Termin. Ansonsten gilt auch in 2020, getrennt in den Farben, vereint in der Sache, nämlich Nazis raus aus den Stadien, immer und überall. Nein zum Konstrukt RB und den Leuten soll gesagt sein, wir werden euch ewig hassen. 50+1 muss bleiben und natürlich schöner Eisern ohne Nazis. Viele Grüße auch an die Kollegen vom Textilvergehen und an die Kollegen der alten Podcasterei. Vielleicht schaffen wir es ja mal im neuen Jahr zu einem gemeinsamen, wie heißt so schön, ökumenischen Podcast. Und in diesem Sinne, wir hören uns im neuen Jahrzehnt wieder. Euer Ralf Eisern. Das ist ja eine geile Idee. Ein ökumenischer Podcast. Also mit Beten und so. Vielleicht auch mit anderen Podcasts zusammen. Ich bin bereit. Seid ihr es? Ich bin bereit. Ich muss doch nochmal einen Podcast persönlich herausheben, der mich heute Morgen mega überrascht hat. Ich bin heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit natürlich Treppe runtergelaufen. Guck nochmal in den Briefkasten, vielleicht gibt es ja doch nochmal eine Abmahnung oder so oder eine nicht bezahlte Rechnung oder irgendwas. Öffne den Briefkasten, da steht an das Plattsportteam. Ich mache den Umschlag auf und es ist eine Grußkarte drin von den Hinterhofsängern. Jetzt wisst ihr natürlich nicht alle, wer die Hinterhofsänger sind. Diejenigen, die interessiert sind, die wissen das schon. Die Hinterhofsänger, das sind 3 wunderbare Menschen aus Mainz. Ja, aus Mainz. Ja, das ist nicht gerade bei Berlin. Die Hinterhofsänger sind ein Podcast über den FSV Mainz 05. Wer ist der FSV Mainz 05, liebe Twitter-Blase? Der FSV Mainz 05 ist einer unserer, ich will nicht sagen Konkurrenten, sondern Mitbewerber um den Erhalt in der Fußball-Bundesliga.
aus dem schönen Rheinhessen. Und das Team von den Hinterhofsängern, nicht vom FSV Mainz 05, sondern von den Hinterhofsängern, nämlich Berz, Buddy und Boos, die haben uns eine Grußkarte geschickt, eine Weihnachtsgrußkarte, für die ich mich an dieser Stelle doch sehr, sehr herzlich bedanken möchte. Und zwar haben sie uns gedankt für das Jahr 2019 und wünschen uns alles Gute für 2019. Und über diesen Weg möchte ich mich persönlich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für diese wirklich überraschende und sehr, sehr liebevolle und schöne Grußkarte, handgeschrieben, ist auch nicht selbstverständlich im Jahr 2019. Und ja, ich wünsche euch auch alles, alles Gute für euren schlauen Podcast, den ihr macht seit einiger Zeit. Und danke, dass ihr damals bei unserem bei unserer Saisonvorschau mitgemacht habt und uns den FSV Mainz 05 erstens näher gebracht habt und zweitens auch etwas sympathischer gemacht habt. Und darum geht's, ja. Ich kenne inzwischen so viele Leute aus verschiedenen Vereinen, die ich sonst total scheiße fand früher. Und inzwischen muss ich echt sagen, ich kann gar nicht mehr so viel hassen und so viel Missgunst über andere Vereine verbreiten. Selbst über Borussia Dortmund, die ich persönlich sehr doof finde. Aber es gibt eben auch tolle Leute, die Borussia Dortmund irgendwie mögen und die ich mag. Und ich kann dann nicht mehr ganz so hart sein. Gibt eine Ausnahme, aber die hat Ralf gerade auch schon angesprochen. Und den Namen möchte ich nicht weiter nennen. Gut, jetzt habe ich euch über eine Viertelstunde lang gelangweilt und mit einem unfassbar doofen Monolog belästigt. Und ich sage es jetzt nochmal ganz kurz. Ich wünsche euch persönlich, ich, Martin, wünsche euch ein fröhliches Weihnachten, fröhliche Weihnachten mit euren Liebsten, ob es nun Familie ist oder Leute, die sich von der Familie abgewandt haben, mit ihren Freunden, vielleicht auch in Einsamkeit, was auch immer. Ich wünsche euch besinnliche Tage zum Runterkommen, 2 Tage lang nicht arbeiten müssen, ist auch nicht ganz verkehrt. Und macht das Beste draus, genießt die Stille in diesen Stunden, genießt die letzten Tage des Jahres, wie man sagt, zwischen den Jahren. Und dann kommt gut ins neue Jahr 2020. Ich persönlich wünsche euch ein gesundes neues Jahr. Gesundheit ist tatsächlich das Allerwichtigste. Erfolgreiches Jahr, wenn es ein paar Leute gibt, die ambitioniert sind, dann auch gern ein erfolgreiches Jahr. Und für uns, für Plattsport, ich wünsche mir ganz doll, dass ihr uns weiterhört und uns die Stange haltet, wie man so schön sagt. Und gerne Kritik, Lob weiterhin verteilt. Und eigentlich so richtig viel mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Ich werde euch jetzt noch ein Lied vorspielen. Ein Winterlied, kein Weihnachtslied. Gibt ja Leute, die sagen, Weihnachten ist blöd. Also gibt es ein Winterlied. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt uns an kontakt@plattsport.de. Wenn ihr sagt, ey, das, was ihr da macht, wir müssen es endlich mal bewerten, geht zu Apple Podcast, bewertet uns mit 5 Sternen, mit einem schönen Text und macht uns glücklich. Legt uns das unter dem Weihnachtsbaum. Hört uns bei Spotify, bei Deezer, bei Stitcher oder folgt uns bei Twitter, bei Facebook oder Instagram, wo auch immer ihr uns findet. Behelligt uns mit eurer Aufmerksamkeit. Und ich kann nur sagen, vielen lieben Dank für das vergangene Jahr und für die fast 50 Folgen, die wir inzwischen rausgebracht haben. Und dass ihr so zahlreich zuhört. Ich bin wirklich tief berührt und wünsche euch alles Gute und schicke euch jetzt in die Weihnachtszeit, in den Winter. Tschüss. Fleurchen, weiß.